Meine lieben Mittelalterfreunde, seid gegrüßt, da sind wir wieder zurück mit Medieval Dynasty. Und wir sind hier gerade noch in Gustovia. Wir haben ja letztes Mal ein bisschen was verkauft. Aber wir gehen jetzt erstmal wieder zurück nach Hause, denn wir haben zu tun. Ihr wart auch wieder sehr, sehr fleißig in der Kommentarbox. Vielen lieben Dank dafür, ihr habt wieder nützliche und hilfreiche Tipps gegeben. Da werde ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Aber ich muss erstmal mir einen kleinen Überblick verschaffen. Und dann geht das alles seinen Gang. Reimt sich sogar, ne? Das war jetzt nicht geplant, aber manchmal ist das so. So, wir stiefen jetzt zurück. Versuchen noch ein bisschen Sachen zu produzieren, damit wir unsere Steuern bezahlen können. Ist ja auch wichtig, kostet ja auch alles Geld. Und dann schauen wir mal, was wir denn noch so Schönes machen. Das hatte ich, glaube ich, schon aufgesammelt hier, ne? Ja, ist vom letzten Mal noch. Da ist nichts mehr drin. Das ist aber in Ordnung. Da kann ich mit leben. So, und dann will ich mal gucken, ob wir schon wieder Kalkstein haben. Lalalala. Oh, hier wird fleißig gespielt. Hello, Mister. Hello, Mister. Goodbye. Goodbye. Voll süß. So. Da sind wir wieder zurück. Dann gehen wir mal kurz in die Verwaltung rein hier. Häuser. Oha. Zwei kaputte. Da müssen wir mal eben unser Hämmerchen rausholen. Und da sehen wir schon hier vorne Lochfraß im Dach. Brauchen wir Stroh? Müssen wir besorgen. Also einmal ins Lager rein. So. Guck mal, 307 Bretter haben wir. Krass. Voll gut. Kalkstein haben wir 5. Die nehmen wir direkt raus. Und dann, guck mal, wir haben 11 Leingarn. Cool. Aber erstmal das Stroh. Das ist wichtiger. Wie viel nehmen wir mit? Nehmen wir mal 30. So. Und dann machen wir das Dach wieder heile. Dann ist das erledigt. Und es kann keiner meckern. Auch wenn Frühling ist, ne, kann trotzdem kalt werden nachts. Deswegen machen wir das. So, guck mal. Ist das schon mal erledigt? Wo haben wir noch was? Ich glaube, irgendwas war noch kaputt. Mal eben schauen. Da, Haus, ganz unten. Ist das unser Haus? Jo, das ist unser Haus. Krass. Wieso ist das kaputt? Was ist da los? Gut, da muss man. Müssen wir mal eben nachschauen. Lalalala. Jo, unser Dach ist kaputt. Problem gelöst. So, was haben wir noch? Hier Gewinnung. Holzschuppen. Kein Werkzeug. Oh, er braucht Äxte. Alles klar. Landwirtschaft, Scheune, kein Material. Gut, das ist klar. Produktion. Dann machen wir erstmal Äxte, Freunde. Oder warte mal, wir verputzen noch schnell. Zack. Wir haben ja hier vorne was, glaube ich. Das eine Haus. Das war noch nicht ganz fertig. Da fehlte noch was. Ja, hier oben. Dann gehen wir schnell rein. Machen das auch mal eben fertig. So.
Das sieht soweit gut aus. Ja, ich glaube, wir haben alles, ne? Ja, sieht gut aus. Klasse. Wie war das hier? War hier noch was zu verputzen? Nö. Ist auch fertig. Junge, Junge, Junge. Wir waren fleißig, Freunde. Gut, wir brauchen auf jeden Fall Äxte. Das heißt, wir müssen mal ein bisschen was sammeln hier. Ein paar Materialien. Hier Steine und so. Können wir schon was herstellen? Mal gucken. Steinaxt, jo. Eine. Lohnt eigentlich gar nicht. Müssen wir noch ein bisschen sammeln hier. Machen wir mal die ganzen Zweige weg. So. Zack. Aber wir können dem einen schon mal eine Axt reinlegen. Wir haben sogar noch eine Bronze-Axt, ne? Komm, pack mal ihm rein. Dem Kollegen hier auch. Obwohl, nee, warte mal, das ist der Holzfäller, ne? Wir müssen ja zu den Werkstätten. Das ist ja hier. Oder? Ich muss noch mal eben nachschauen. Was das jetzt genau war. Holzschuppen. Kein Werkzeug. Welcher ist denn das jetzt? Dagmara und Lambert. Wilhelm. Okay, ist das hier falsch? Ist das der andere Schuppen? Der war wo? Der hier. Die brauchen Werkzeuge. Richtig? Nee. Das ist die Schmiede. Hä? Ach, hier unten, oder? Jetzt bin ich verwirrt. Warte mal. Der nicht, der nicht. Nee, jetzt haben sie wieder Werkzeuge. Okay. Dann kam der Dings nicht hinterher, der Schmied. Dann ist ja gut, dann brauchen wir uns da jetzt nicht drum kümmern. Aber ich wollte ganz gerne noch ein bisschen was basteln, damit wir... Darf ich da mal ran, Wilhelm? Mal gucken, kann ich schon wieder? Nee, weil uns Ton fehlt. Aber ich kann Löffel herstellen. Oder... eine Schöpfkelle. Ich mach mal Löffel. Wegen Leveln und so, ne? Ihr wisst ja. Ich glaube, wenn man es selber macht, geht es schneller. Aber so sicher bin ich mir da auch nicht. Und ihr, glaube ich, auch nicht, ne? Ihr wisst das auch nicht. Zumindest habt ihr mir da keine konkrete Antwort gegeben in den Kommentaren. Ist aber auch nicht schlimm. Wichtig ist, dass wir überhaupt leveln. Das passt schon. So. Dann gibt das ordentlich Punkte. So, Dankeschön. So, und hier möchte ich jetzt mal eben gucken. Hier ist Flachs drauf. Okay. Zwiebeln. Okay. Ihr habt mir nämlich den Tipp gegeben, ein großes Feld mit Leinsamen anzulegen. Ich bin jetzt echt am Überlegen, ob ich das mache. Weil die wohl sehr viel Kohle bringen. Wir müssen nur auch entsprechend Platz haben dafür.
Deswegen, ich bin am Überlegen. Hier ist Weizen drauf. Ich hätte das schon gerne hier irgendwo. Mal eben gucken, warte mal. Handarbeit. Gebäude. Landwirtschaft. Feld. Gucken, ob wir das hier nebenkriegen. So, dann ein bisschen zurück. Na, wirklich groß ist auch anders, ne? Ja, wir haben hier sehr viele Bäume in der Nähe. Aber ich möchte jetzt auch ungerne das irgendwo anders hin machen. Diese Ecke hier ist schon ganz gut eigentlich. Warte mal. Habe ich eine Schaufel bei? Ja. Ich mache mal die Bäume hier weg. So. Zack. Ah, komm her. Treffe ich nicht. So. Können wir wieder was aus den Holzstämmen basteln, gleich. Ist auch gar nicht schlecht. So. Die Stämme können wir schon mal wegbuddeln. Denn die stören. So. Hier vorne war auch noch einer. Zack. Der muss weg. Der Ahorn muss weg. So. Einmal ausbuddeln. Dankeschön. Und einmal mit der Axt zerkleinern. So, jetzt sind wir auch gleich hammerhart überladen, ne? So. Dann packen wir die Baumstämme einfach hier bei den Holzmännern in die Kiste rein. Und dann ist das gut, oder? Dann haben wir wenigstens das sinnvoll genutzt. So. Und wir können uns wieder bewegen. So, warte mal. Den dicken da vorne, den lasse ich stehen. Ich mache nur den hier noch weg. So. Damit wir hier ein etwas größeres Feld hinkriegen. Das wäre toll. So. Und es wird dunkel. Aber das würde ich noch gerne machen. So. Guck mal, dann können wir nämlich hier einmal quer rüber. Würde ich sagen. So, und ich habe Hunger. Shit, habe ich was dabei? Breitwegerich. Ha. Trinkschlauch mit Wasser und eine Wegwarte. So, genau, dann. Gebäude, Landwirtschaft, Feld. So, wir fangen hier an. Ziehen das bis hier vorne rüber, dann hier hin. So groß wie geht. Noch ein Stück. Jo. Ist jetzt abgesteckt, ne? Holzhacke. Mal gucken. Ja. Können wir schon mal vorbereiten. Zack. Dann brauchen unsere Frauen das nicht.
komm her. Feld Nummer 7, müssen wir uns merken. Na. So. Manchmal ist das ein bisschen zickig mit dem Zielen. Das klappt dann nicht sofort. Guck mal, wenn ich da jetzt nicht haargenau den richtigen Punkt treffe, dann sieht das voll komisch aus. So. Aber das Gute ist, wir machen direkt das Unkraut auch mit weg. Ja. Dann sieht das gleich ganz anders aus hier. Na, komm her. So. Zack. So. Da kam gerade der Autosave. Sehr schön. Haben wir das auch? So. Stück für Stück, Freunde. Zack. Und zack. So, gleich fertig gerodet. Und jetzt ist die Holzhacke kaputt. Kann ich eine herstellen? Ja. Machen wir direkt eine neue. Wo ist sie hin? Da. So. Sehr schön. Guck mal. Und hier zwischen, habe ich gedacht, machen wir einfach einen Weg. Damit wir hier so ein bisschen Ordnung haben. Weißt du, einfach mal so hier quer rüber. Jo. Sieht ganz nett aus, oder? Fehlt nur noch ein Zaun, der das denn so ein bisschen abtrennt noch. Aber das machen wir noch. So, jetzt will ich mal eben hier die Holzstämme. Ich nehme nicht alle mit, aber ein paar. Die will ich nochmal eben verarbeiten. Damit wir im Skill noch ein bisschen was leveln. So. Und dann machen wir, ist das hier, kleiner Weidenkorb, mittlerer Weidenkorb. Wir machen Holzschalen. So, 4 von 10. 5, 6, 7. Guck mal, geht schnell, ne? So, mega. Löffel können wir auch noch machen. 60 Stück, na klar. Wir verwerten alles, Freunde. Bis spät in die Nacht. Dauert jetzt natürlich einen Moment. Aber ich denke, das lohnt sich.
Denn wenn wir ordentlich Punkte kriegen, kommen wir ganz schnell dann auch Richtung Marktstand, den ich ja gerne hätte. Ne? Wegen Verkaufen und so weiter. Beziehungsweise Handeln, das ist schon eine feine Sache, denke ich. Können wir unserer Siedlung ein bisschen was Gutes tun. Ne? Und wir brauchen dann halt auch nicht immer so weit laufen. Wobei ich mir nicht sicher bin, wie das genau funktioniert. Denn ich habe den noch nie gehabt, den Marktstand. Da müsste ich mich dann natürlich auch erstmal wieder ein bisschen reinarbeiten, ein bisschen reinfuchsen. Aber ich habe euch da draußen ja auch. Ihr werdet mir dann schon sagen, was ich da genau machen muss. Da vertraue ich ganz auf eure professionelle Hilfe und eure Tipps und Tricks. Ne? Ihr wisst ja, wie das immer so ist. Und dann werden wir das, wie sagt man, das Kind gemeinsam schaukeln. So. Die letzten 10 Löffel. Zack. Ja, und dann müssen wir gleich was trinken und was essen. Damit wir nicht verhungern und verdursten. Das wäre nicht so toll. Dankeschön. So, jetzt waren wir aber auch fleißig in der kurzen Zeit. So, wir holen uns schon mal eben ein bisschen Yummy Yummy. Guck mal, wir haben hier Beeren noch. Zustand nicht gut. Oh, das lassen wir lieber. Oh, wir haben Kirschen. Stimmt, ich habe hier einen Kirschbaum. Ach, wie geil. So. Dann holen wir mal ein bisschen Wasser. Trinkschlauch einmal auffüllen, bitte. Danke. Und einmal so trinken. Yes. Gut, gut, gut. Dann gehen wir jetzt erstmal zurück zu unserem Häuschen. So. Und dann einmal in die Verwaltung. Feld 7 war's. So. Kann ich da jetzt ausgewählte Pflanzart ändern? Flachs, Weizen, Roggen. Ich habe Roggen, was? Mohn. Okay, warte mal. Ich muss noch mal irgendwas schauen. Nicht, dass ich jetzt was Falsches da eintippe. So, pass mal auf. Holzhammer, Holzschale, bla bla bla. Das brauchen wir nicht. Kalksteine sind auch schon wieder drin. Kohlsamen. Leinengarn. Leinengewebe. Wird aus Flachshalm an Spinnrad hergestellt. Leinsamen. Okay. Ja. Pass mal auf. Das nehmen wir uns raus. Wir werden zwar nicht so viel brauchen, aber das machen wir selber, weil ich glaube, dadurch leveln wir dann auch wieder die Landwirtschaft. Aber erstmal gehen wir pennen. Denn so im Dunkeln das machen ist doof. So. Hauen wir uns hin. Bis zum nächsten Tag schlafen.
So. Guten Morgen. Und auf Wiedersehen. Wir haben keine Zeit. Wir müssen arbeiten. So, habe ich mein Säckchen eigentlich dabei? Mal schauen. Jo, einfaches Säckchen. Feld. Und dann wollen wir... Wo sind sie? Leinsamen, die wollen wir haben. Huch. Zack. So, hier ist Kohl drauf. Hier auch. So. Und wir wollen ja dann quasi Zwiebel. Wir wollen hier ungedüngt erfordert. Ach so, ich brauche Dünger erst, oder wie? Jo, wir brauchen Dünger. Habe ich nicht dran gedacht. Gut, also wieder zurück. Dünger besorgen. Müssten wir ja genug haben. Ja, wir erinnern uns. Wir haben sehr viel bekommen durch die Tiere hier. Oh, das sieht hier aus, ne? Da muss ich auch nochmal bei. Das sieht da aus wie im Saustall, Freunde. So. Gut, Dünger. 161 wird ja wohl reichen, oder? Oh, 80 Kilo. Ups. Da muss ich mal eben was umfrachten hier. Steine. Kann ich sonst noch was wegpacken? Wolle? Eieieiei. Ja, die Frage ist, ob ich so viel Dünger überhaupt brauche. Na, warte mal. Ich pack mal 60 wieder weg. Ich glaube, dann reicht das schon. So. So, und jetzt muss ich das Feld. Dünger, 101. Jawohl. So. Säckchen. Feld. Dünger. Huch. Ah, jetzt. Ich habe gerade den Weg gedüngt. Das war so nicht geplant. Man sieht das ein bisschen schlecht, weil hier der Schatten von den Bäumen drauf fällt. Da muss man echt genau hingucken. So. Na, da hat das wieder nicht geklappt, ne? Guck mal, da hat das so komisch hingeschmissen. Ich hätte mal den Weg noch nicht machen sollen. Das war jetzt nicht so clever von mir. Aber gut. Egal. So. Aber wenn man von hier guckt, dann sieht das aber schon gut aus. So. Thank you.
Zack. So, jetzt ist das Säckchen kaputt. Schade. Dann müssen wir ein neues Säckchen machen. Mal gucken, wo will sie jetzt hin? Was macht sie jetzt? Ach so, sie bereitet das schon vor. Alles klar. Das ist cool. Dann brauche ich das gleich nicht machen. Dann besorge ich mal eben schnell ein neues Säckchen. So. Ich müsste ja noch welche haben. Oder? Ja. Einfaches Säckchen. Zack. Haben wir alles da. Grunz, Grunz. Ah, guck mal, gut macht sie das. Eine ganz fleißige. So. Säckchen. Feld. Dünger. Und rauf damit. Jetzt lauf mir doch nicht vor die Füße, Mensch. Die hat richtig krassen Arbeitseifer, weißt du? Guck, der rennt mir direkt hinterher. So. Zack. Ah, das wird noch einen Moment dauern hier, Freunde. Aber ich mache das gerne. Das ist eine sehr schöne Arbeit, wie ich finde. Auch wenn es ein bisschen dauert, aber ich glaube, das wird sich nachher dann lohnen, wenn wir die verkaufen, die Leinsamen. Hoffe ich zumindest. Das ist das, was ihr mir empfohlen habt. So. Zack. Da hat es wieder nicht geklappt. So. Ich glaube, wir haben es gleich. Ganz so viel ist es nicht mehr. So. Ist auch lustig, ne? Ich als Mann hier schmeiße hier den Dünger drauf und sie müht sich da ab mit der Hacke, ne? Ah ja, das Mittelalter war kein Kinderspiel, Freunde. Da mussten alle mit ran. So. Zack. So. Haben wir jetzt alle? Sieht gut aus, oder? Okay. Dann Feld. Dünger nicht. Mohnsamen, Weizenkorn, Haferkorn. Leinsamen. Die wollen wir haben. Die kann ich jetzt drauf klatschen, ne? Ja, guck mal.
Perfekt. So, und ich möchte mich an dieser Stelle nochmal recht herzlich bedanken. Ich vergesse es immer. Bei den neuen Kanalmitgliedern. Dem Guido und dem Rearm. Ihr habt eine Kanalmitgliedschaft abgeschlossen. Super, super cool von euch. Vielen lieben Dank dafür. Ich freue mich wirklich sehr. Danke, danke, danke. Fühlt euch gedrückt. So. Und jetzt haben wir immer noch ordentlich zu tun hier. Aber das kriegen wir heute fertig, das Feld hier. Das ist mir sehr wichtig. So, und unser Säckchen ist wieder kaputt. Kacke, ne? Ich hätte mal mehr mitnehmen sollen. Gut, gehen wir nochmal zurück, holen wir nochmal eins. Zack. So, Feld. Leinsamen. Die wollen wir haben, Freunde. Und dann würde ich ganz gerne noch einmal verkaufen gleich. So eine kleine Verkaufstour, weil wir haben ja noch viel hergestellt vorhin. Oder aber wir vertagen das und machen den Zaun hier drumherum. Muss ich gleich mal gucken, wie viel Zeit noch ist. So. Zack. Hier waren wir schon, ne? Ja. Zack. Hier fehlt noch was. Und hier auch. So, ich lasse sie da mal in Ruhe machen. Wir machen hier hinten weiter. Dann kommen wir uns nicht in die Quere quasi. So. Hier kann auch noch was hin. Hier auch. Zack. Da noch ein bisschen. Zack. Finde ich voll lustig, ne? Wie lange das noch dauert, hier so ein Feld zu machen. Gut, ich hätte es auch sehr wahrscheinlich die Damen machen lassen können, aber irgendwie hatte ich da heute ein bisschen Bock drauf. So. Zack. Oh, hier ist auch noch eins. Moment. Aber gut, dass wir so viele von den Dingern haben, ne? So. Und das nächste Stück. So. Ich glaube, sie hat morgen früh Rücken. Oder heute Abend.
bei dem, was sie alles hacken muss. Die wird garantiert Schmerzen haben. So. Zack. Zack. Und das nächste. Jo. Ich glaube, wir sind fertig. Ich gehe nochmal eben einmal gucken. Nicht, dass ich was vergessen habe, aber ich glaube, das sieht ganz gut aus. Ja. Klasse. So, hier sind die Zwiebeln. So, dann würde ich mal eben gucken. Handarbeit, Zäune. Lattenzaun, den mag ich ganz gerne. Den machen wir jetzt einmal hier. Geht das? Oder geht das nicht? Ne, das geht nicht, ne? Weil ich auf dem Feld drauf stehe wahrscheinlich. Okay, warte mal. Probieren wir das hier mal. Müssen da ja nicht ganz ran. So. Ja, das würde gehen. Machen wir das so. Kommt ungefähr hin, oder? So. Bauhammer. Dann brauchen wir jede Menge Bretter. Dann haben wir auf jeden Fall eine Abgrenzung, Freunde. Ich glaube, das finde ich ganz geil. So, aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt noch eine schnelle Verkaufstour, damit wir unsere Schulden bezahlt kriegen. Das ist mir schon wichtig eigentlich. Was esse ich denn mal? Zwei Pflaumen. Verdorbenes. Beeren hätte ich noch. So. Inventar. So. Zack. So, dann gehen wir nochmal zum Lager. Nehmen da noch ein bisschen was mit. Ja, ein bisschen Platz haben wir noch. Dann nehmen wir einmal Schuhe mit. Holzbecher. Holzschalen. Ja. Holzteller. Hölzerne Fiole. Ey, wir haben so viel Zeug, ne? Wahnsinn. So, und jetzt bin ich auch schon überladen. Das heißt, wir gehen direkt rüber hier zu unseren Nachbarn hier vorne. Ist dann nicht ganz so weit. Verkaufen. Und dann lassen wir uns von unserer Frau die Schulden bezahlen. Die darf dann nach Gustovia laufen. Kann auch mal was tun, oder? Was meint ihr? So, aber das Wetter ist schön. Gefällt mir. So, ich glaube, ich verkaufe wieder hier vorne bei dem netten Herrn. Oder? Milena? Nee, ich glaube, hier war der drinnen, ne? Nee, ist er nicht. Okay, dann hier. Nee, auch nicht. Wo war der denn?
Ach ja. Welcome. Zeig mir deine Trade Ware. Is in my nature. So, pass auf. Schuhe kannst du haben? Einfaches Säckchen nicht, die brauche ich noch. Die Federn kannst du haben. Holzbecher kannst du haben. Ja, die ganzen Löffel. Die ganzen Schalen. Die ganzen Teller und die Fiolen. So. Dann. Ja. 3500. Das reicht immer noch nicht, oder? Tagebuch. Nicht ganz. Okay. Warte. Komm mal her. How do you do? Bleib doch mal stehen. How do you do? So. Only goods of the highest quality. Ich verkaufe ihnen noch ein bisschen Dünger, so, weil wir genug davon haben. Und jetzt. Also die Quest werde ich jetzt nicht annehmen. Jetzt werde ich die Schulden bezahlen, weil das gar nicht so weit weg ist. Komm, die Zeit haben wir jetzt auch noch. Schwimmen wir eben rüber hier. Und dann ist das Thema erstmal durch. Dann haben wir wieder Ruhe. Finde ich besser. Ja, Schluck trinken können wir auch. Schön aus dem Fluss. Und dann gehen wir zum Herrn Gnirat. Und dann kriegt er seine 3548 Münzen. Und nächstes Jahr wird es dann wieder teurer, weil wir jetzt auch wieder ein größeres Feld angelegt haben. Das zählt, glaube ich, auch damit rein, ne? In die Steuern. Aber gut, bis dahin haben wir hoffentlich unseren Marktstand, der dann regelmäßiges Einkommen generiert. Da wird es dann hoffentlich nicht ganz so schlimm. So. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da nicht. Irgendwo hier muss der sein, ne? Da hinten läuft er. So, Herr Gnirat. Bist du gekommen, um deine Steuern zu bezahlen? Ja, bitteschön, das sollte reichen. Wunderbar. So. Siehst du wohl. Geht doch. So, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge wieder in Gustovia, wie beim letzten Mal auch schon. Und dann sehen wir uns bald mit einer neuen Folge wieder. Und dann geht's hier weiter mit einer neuen Folge Medieval Dynasty. Meine lieben Freunde, wie immer herzlichsten Dank fürs Einschalten. Über eine Bewertung würde ich mich sehr freuen. Und Tipps und Tricks wisst ihr ja immer gerne unten in die Kommentarbox rein. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal und wie immer, tschö mit Ö.